Am 20.05. hieß es willkommen zum 14. Ilmenauer Duathlon. Nachdem die ersten Kegel standen, begutachteten die Gäste die Streckenpläne. Auch das Orga-Team um Björn Taubert war voll in den Vorbereitungen, denn bald kamen die ersten Teilnehmer. Doch nicht jeder konnte sofort an den Start gehen. Bei diesem Team sorgte ein Problem mit den Reifen für Unannehmlichkeiten vor dem Beginn. Doch nichts, was nicht mit ein paar Handgriffen erledigt wäre. Nun lief die Anmeldung und die Nummervergabe auf Hochtouren. Die ersten testeten schon mal die Strecke, platzierten ihr Fahrrad an der richtigen Stelle, in der Hoffnung, dass sie es beim Rennen wiederfinden. Alles war vertreten beim Rennen, vom Rennrad bis zum Mountainbike. Doch bevor es richtig losgehen sollte, gab es noch die übliche Einweisung. Lauf die ganze Runde um das ganze Areal rundherum und hinten wieder raus. Aufgestiegen wird erst auf der asphaltierten Strecke. Also auf den Schotter steigt keiner auf. Mit leichter Verspätung ging es nun an den Start. Als erstes waren die 6 Kilometer Weitstrecke zu absolvieren. Anschließend hieß es jede Sekunde beim Wechsel auf das Rad rauszuholen. Nicht vergessen, aufsteigen erst auf dem Asphalt. Jede Zwischenzeit wurde notiert und Sicherungsposten sorgten dafür, dass niemand die falsche Richtung einschlägt. Nach den 33 Kilometer Radfahren hieß es nun, keine Zeit verlieren, nicht mal beim Schuhe wechseln. Ab ging's zum Endspurt. Die ersten erreichten das Ziel.
Ein Problem sowohl bei Anfängern als auch Erfahrenen sind Probleme mit den Muskeln. Dabei hieß es nur Zähne zusammenbeißen, bis man sich wieder im Ziel erholen kann. Zum Schluss bekam jeder eine Urkunde. Doch die Pokale gingen nur an die ersten drei der Männer- und Frauenwertung. Knapp über einer Stunde und 20 Minuten. Macht so viel Fun, ist zu weh, aber es macht Spaß. Es war sehr hart. Also die ersten zwei Laufkilometer, die gingen noch ganz gut. Aber dann habe ich relativ feste Beine bekommen, weil ich am Sonntag erst ein Rennen gemacht habe. Das habe ich dann schon gemerkt. Ja, war sehr, sehr windig heute unterwegs. War sehr schwer, einen Rhythmus zu finden auf der Radstrecke. Laufstrecke ist schön auf Schotter, hat Spaß gemacht.